unter anderem der Holzhaufen wird morgen noch gekackt. Denn da die Rügel sind mal zum Spalten. Da haben wir letzten Winter angefangen. Und jetzt habe ich zuerst noch ein bisschen die Reste hier schaufeln. Und auf den Haufen, dass wir die morgen auch spalten sind. Aus dem gibt es einen Hackschnitzel. Ich kippe jetzt hier auf den Haufen, weil da wird auch noch alles gehackt. Und dann auf den Schnitzelhaufen tun. Und den Schnitzel brauchen wir dann auch für unsere Schnitzelholzheizung. Um die Wohnhäuser und den Hühnerstall beheizen. Genau. Das tue ich dann auch noch abdecken, dass der mal parat ist. Ich kann nur den Morgen hacken. Die Ballen stehen hier immer noch vom letzten Schnitt. Die haben wir hier so angestellt, dass sie noch ein bisschen durchlüftig haben. Die stelle jetzt hier an den Rand an und da biege ich noch ein paar auf. Weil nachher kommen die Ballen, die wir letzte Woche gemacht haben, dort hin, die Ökoballen. Die sind nämlich immer noch auf dem Feld. Die holen wir nachher und stellen jetzt auch so an, dass sie hier ein bisschen durchlüftig haben. Und dann können wir ein bisschen Kontrolle, falls sie sich erhitzen oder so. Dass dann sicher nichts passiert.
eine von diesen Ballen tue ich da gerade dafür frisch verfuttern. Also frisch, ja. Relativ frisch. Und die sind da jetzt im Stall drin, jetzt, wo es da so warm ist draussen. Draussen jetzt über 30 Grad. Also, auch wenn ich mal aussteige oder so, nur zu mir mit der Wagen abhängen, dann fängst du schon an von Schweizer. Das ist unglaublich. Das ist also warm. Darum könnt ihr da schön im Schatten drin sein. Da ist viel angenehmer da unter dem Dach. Jetzt hier mit dem Hacker. Hat jetzt hier schon angefangen. Wir haben jetzt zuerst den Haufen, den ich am Anfang des Videos am Anfang gezeigt habe. Dort ist der zweite Haufen und hier ist der Schnitzelhaufen. Den Teil tun wir jetzt zuerst mal da, wo geht, in den Bunker bringen, direkt zu der Schnitzelheizung. Dort passen ein paar Wege rein, weil der gerade leer war. Dann den Rest müssen wir zum Schnitzelhaufen führen. Und dann, wenn er hier fertig ist, fahren wir dann rüber und dort kann man dann direkt Schnitzel auf den Schnitzelhaufen blasen. Ich zeige euch jetzt einmal. Da noch frischen Holz, also frischen Holz, oder einfach Holz meine ich. Aber er sagt, er macht ein bisschen Mühe, der Hacker. Weil es ist wahrscheinlich wieder über 30 Grad und vielleicht hat man es vorher gesehen, Motorenbereit offen. Da, wenn du jetzt halt so weit hacken, da der Staub, da kommt alles an den Lüfter, saugt sich ein bisschen an und der Monalport hier mit dem hier schon mit dem Laubbläser wieder frei machen, weil sonst hat er nachher zu heiß. Dann muss er, darum muss er mich immer wieder abstellen, kommt er nicht so vorwärts. Das ist ein bisschen mühsam. Aber jetzt hat er dann nicht mehr allzu viel zu machen. Ich bin gerade dran, an der Kiese beim Nährstoff bringen. Nährstoff in Form von Mist. Da haben wir einmal diesen Hühnermist von unserem Bullenstall. Und da hat es noch ein bisschen so, ja, das ist hauptsächlich Kipfreste. Und dann heute Morgen habe ich noch die Abkalbenbox ausgemistet, dass auch noch ein bisschen Ruhe mischt. Und dann tue ich hier mit dem Miststreuer da ausbringen.
Chiesi-Anlage, da sind ja enge Reihen, da hast du ja nicht so viel Platz. Darum auch mit dem Carraro, der ist ja schmal im Gegensatz zum grossen Traktor, zum John Deere. Und so auch der Mischreuer, der ist auch schmaler. Den kann ich hier da befüllen. Dann hat es hier so eine Schiebwand, wo man den Misch nachher vorne drückt. Und da tut es den Misch dann rausstreuen, sodass es unter die Bäume kommt. Weil es braucht ja dann nur bei den Bäumen den Nährstoff. Zum Beispiel bei der normalen Mischstreuer hat es ja hinten dran, wo es dann in die Breite verteilt. Und bei dem wird es dann wirklich nur vorne dort so gezielt unter Bäume unterstreuen. Aber ich zeige es jetzt gerade mal. Ich tue jetzt hier mal befüllen. Hier vom Hühnermist hat es einiges mehr. Ich tue jetzt hier jeweils eine Zange mit Krokodilzange mit von dem Mist rein und den Rest noch mit Hühnermist auffüllen. Samstagmorgen, Vormittag, wunderbares Wetter, schön angenehm, nicht zu warm, nicht mehr 30 Grad wie die meisten Tage in der Woche gewesen sind. Hier ist auch noch ein bisschen Holzspalte. Heute Morgen einfach, dann heute Nachmittag. Ich freue mich auch schon zuerst Cup-Spiel schauen, Schweizer Cup. Und nachher spiele ich selber noch ein bisschen Fußball. Und dann, mehr machen wir diese Woche einfach nicht mehr. Nächste Woche wird noch etwas speziell. Ab dem Dienstag bin ich dann zuhause, Betriebsleiter. Also der Großvater ist noch rum und meine Großmutter. Aber meine Eltern gehen in die Ferien. Auch meine Schwester ist auch noch ab und zu auf dem Betrieb. Aber halt zum Arbeiten ist dann einfach der Großvater und ich machen hier die Arbeiten. Und die Eltern gehen in die Ferien für ein paar Wochen, drei Wochen. Und ja, wird spannend. Aber da werdet ihr dann nächste Woche sehen. Hoffentlich werdet ihr dann natürlich wieder einschalten. Auf jeden Fall, bis dann, eine gute Zeit. Ciao.